Schön, dass Conny Lüdemann heute mit mir im Gespräch ist zum Thema von wegen anders, Fachgespräche zur Jugendpolitik Ost. Vielleicht stellen Sie sich noch mal ganz kurz vor und sagen, Funktion Sie bei den Grünen im Landtag Sachsen-Anhalt alles haben oder was vielleicht Sie auch noch qualifiziert für das Gespräch. Ob ich für das Gespräch tatsächlich qualifiziert bin, das würden dann wahrscheinlich am Ende die Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden. Tatsächlich bin ich seit nun fast auf den Tag genau 10 Jahre für die Grünen im Landtag, darf also hauptamtlich Politik machen und bin die ganze Zeit über in den 10 Jahren auch jugendpolitische Sprecherin. Insofern von der eher administrativen Seite mit Jugendpolitik befasst. Habe auch immer wieder versucht, sozusagen Praxiseinblicke zu nehmen über Praxistage, viele Gespräche etc. Da kommen wir vielleicht in der halben Stunde noch dazu. Habe in der Fraktion noch viele andere Bereiche. Also ich bin insgesamt, wir sind ja eine kleine Fraktion, für den gesamten Sozialausschuss, Integrationsausschuss zuständig, auch noch im Ausschuss für Landesentwicklung und Verkehr, auch noch Fraktionsvorsitzende. Und wir haben ja alle nicht nur einen Wahlkreis, sondern mehrere zu betreuen. Also viel im Land unterwegs und allseitig engagiert, aber so, was jetzt auch vielleicht hier eine Rolle spielt, dieses Moment zu ermöglichen, dass Menschen sich engagieren können, das zieht sich eigentlich durch alle Bereiche. Ja, wenn Sie schon damit anfangen, vielleicht starten wir gleich mal mit Ihren Praxistagen. Da haben Sie ja einen Eindruck gewonnen. Ich weiß gar nicht, hatte das gelesen irgendwo, Sie waren auch in Jugendeinrichtungen und haben einen Eindruck gewonnen, wie es jungen Menschen geht in Sachsen-Anhalt und auch was die Bedingungen für Jugendmitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind. Vielleicht berichten Sie einfach mal aus einem dieser Felder oder aus zweien. Ich weiß nicht, was relevant ist. Also zum Beispiel, was sehr nachdrücklich war, es ist natürlich, das muss man dazu sagen, jetzt alles auch nicht ganz tagesaktuell. Das kann es ja nicht sein, weil wir seit einem Jahr in einer schwierigen pandemischen Lage sind. Das ist also alles schon davor passiert. Aber gerade so in Jugendeinrichtungen, da erlebe ich immer wieder, dass junge Leute dort sehr aufgeschlossen sind. Wenn sie abseits von ihrem normalen, wesentlichen Umfeld, sprich Schule oder Eltern sind, dass sie sich dann sehr frei äußern und sehr klare Ansichten haben. Das sind nicht immer meine Ansichten, das sind auch nicht die Themenfelder, wo ich mich auskenne, aber ich erlebe da eine Generation, die sich sehr viel Gedanken macht, die über sich und ihr Lebensumfeld nachdenkt und die auch darüber nachdenkt, was später mal aus ihnen werden soll. Das ist nicht immer so tiefst politisch wie vielleicht diejenigen, die sich bei Fridays for Future engagieren und dann also wirklich die grundsätzlichen Lebensfragen stellen, sprich, wir leben jetzt in einer Welt, wo wir uns immer anpassen müssen, keiner auf uns Rücksicht nimmt, aber wenn wir dann mal später in die Lage kommen, tatsächlich mitzubestimmen, haben die, die jetzt bestimmen, alles kaputt gemacht und wollen sich dafür engagieren. Das sind oft auch so ganz scheinbar kleine Sachen, ne? Wie geht es in meiner Schule? Wie komme ich an meinen Studienort, wenn ich mal studieren will? Wie kann ich da leben? Also sehr konkrete Fragen und die können das auch gut artikulieren. Also einfach mal zuhören, junge Menschen ernst nehmen und sie auch als wirklich Sprachrohr ihrer Generation wahrnehmen und auch tatsächlich ja, mit ihnen ins Gespräch gehen und zu hören, was sie aus ihrer Eigenermächtigung zu sagen haben, das finde ich total wertvoll. Das lässt sich nicht immer und schon gar nicht eins zu eins in politisches Handeln übertragen. Aber ich persönlich erlebe das als sehr, sehr wertvoll, um nochmal abzuklopfen, ob das, wofür ich mich dann im Landtag einsetze, wirklich das ist, was die jungen Menschen wollen. Und deswegen habe ich mich auch sehr für eine eigenständige Jugendpolitik engagiert, also eigentlich die ganzen letzten Jahre. Wir haben es auch geschafft, dass im Koalitionsvertrag jetzt in der zweiten Hälfte meiner 10 Jahre politischen, hauptberuflichen Handeln zu verankern und auch wirklich strukturell zu untersetzen. Darf ich da noch ein Beispiel Ja, gerne. nennen? Also da bin ich nämlich auch tatsächlich so ein bisschen stolz drauf, auf dieses Landeszentrum Jugend und Kommune, weil das so die Dinge abbildet und zusammenbindet, die mir wichtig sind. Das greift auf, dass junge Menschen sich engagieren,
Es gibt dort Modellkommunen, man kann sich bewerben, dann kriegt man 20.000 Euro für ein Jahr und vor allen Dingen fachliche Begleitung. Und aus meinem regionalen Umfeld ist so die Gemeinde Mulde-Stausee das naheliegendste Beispiel. Die haben das gemacht. Die haben ein Jahr sich begleiten lassen und haben sich erklären lassen, wie spreche ich denn junge Menschen an, wenn ich nicht nur hingehen will und meckern, weil sie irgendwo ein Graffiti dran gemacht haben, sondern wenn ich wirklich mit denen ins Gespräch kommen will, wenn ich wirklich sagen will, okay, wie kann das gehen, dass ihr euch ernst genommen fühlt, dass ihr hier in der Gemeinde auch was mitbewegen wollt? Das war so der Ansatz und die haben das gemeinsam entwickelt. Da gibt es inzwischen einen Jugendgemeinderat, wo der Bürgermeister immer mit dabei ist. Die haben ein eigenes Budget. Und insgesamt haben sie es geschafft, über dieses Jahr, in dem Strukturen eingerichtet wurden, mittlerweile eine halbe Million, so sagt der Bürgermeister, an Förderungen zu akquirieren, um ja, also strukturell Jugendclubarbeiten. Es gibt jetzt eine Mitarbeiterin, die das alles mit den jungen Menschen betreibt und sowas, Anschaffung von Geräten und so weiter. Also wirklich richtig was auf die Beine zu bringen. Aber immer gemeinsam mit den jungen Menschen, immer nur, wenn die jungen Menschen das wirklich selber wollten. Und solche Pflänzchen zu unterstützen und daraus irgendwie ein ganzes Feld zu machen, das finde ich so wertvoll. Und dort, finde ich, sollte man wirklich auch noch mehr Landesgeld einsetzen, so dieses ganz uralte Motto, sage ich mal, Hilfe zur Selbsthilfe zu unterstützen. Und hier brauchen sowohl die jungen Menschen manchmal Unterstützung, damit sie verstehen, was wirklich nicht einfach ist, wie Verwaltung tickt und wie ältere Menschen ticken und wie man da vielleicht ansetzen kann, damit man was erreicht. Aber eben andersrum auch ältere Menschen oder Verwaltung oder Verantwortungsträger dafür aufgeschlossen werden, sich auf junge Menschen einzulassen und dort tatsächlich auch ernsthaft zu kommunizieren. Und das ist, finde ich, ein tolles Projekt. Das läuft jetzt seit ziemlich Beginn der Legislatur und das würden wir gerne ausbauen, damit wir noch sehr viel mehr solche Kommunen unterstützen können. Das ist aus meiner Sicht also wirklich nochmal sehr, sehr gut eingesetztes Landesgeld. Jetzt sind Sie natürlich gelandet, haben Sie Glück, dass bei Ihnen in der Umgebung sozusagen das Vorzeigebeispiel ist, ne? Also Mulde-Stausee ist ja, hat es ja schon ins Mittagsmagazin und also bundesweit wahrgenommen und tatsächlich beeindruckend, wie Sie aus 20.000 eine halbe Million gemacht haben. Das ist sicherlich dann auch aus Landesmitteln in jedem Fall sinnvoll eingesetztes Geld, weil das wäre sonst so nicht zustande gekommen. Hängt natürlich auch extrem mit dem Bürgermeister zusammen. Absolut. Deswegen ist natürlich meine Frage, reicht denn das schon, was wir da haben, um dass Jugendliche wirklich sich beteiligen können? Also am Anfang haben Sie gesagt, so im Jugendclub war die Erfahrung, die können sich gut artikulieren und wollen was sagen, aber sind da Leute, die zuhören? Kommt da genügend Menschen vorbei, die zuhören? Und können die dann was beeinflussen? Weil ich meine, das wäre doch das, wo sie dann auch sich Demokratie lernen könnten, wenn sie Selbstwirksamkeitserfahrungen machen könnten. Nee, da sind wir noch nicht so wirklich gut aufgestellt. Und das ist was, man muss ja immer noch auch nächste Ziele haben, was wir in der nächsten Legislatur deutlich machen müssen, dass wir hier auch im Kommunalverfassungsgesetz beispielsweise gesetzliche Grundlagen schaffen, dass es einfacher ist für junge Menschen, einfacher für so einen Jugendgemeinderat oder wie auch immer die Struktur vor Ort ist, sich wirklich auch dann in diesen Ratssitzungen zu Wort melden zu dürfen, dass die also wirklich nicht an die Seite gedrängt werden, sondern dass sie das Recht haben, sich dort zu artikulieren und dass man ihnen zuhören muss. Oft ist es so die Schwelle, naja, wir sind jetzt hier die Gewählten und alle anderen, ist ja schon schwierig, wenn da Erwachsene kommen und irgendwie noch was wollen, die nicht gewählt sind, aber wenn dann junge Menschen kommen, wird es ganz schwierig. Und diese Schwelle zu überwinden und ihnen das Recht zu geben, dort tatsächlich aufzutreten, ist oft die größte, wenn sie denn dann reden und wenn sie wirklich auch was zu sagen haben, dann merken das ja auch viele andere. Aber tatsächlich müssen wir hier besser werden. Wir müssen das gesetzlich verankern. Wir müssen das mehr unterstützen. Und grundsätzlich, das ist so die eine Geschichte, ne, dass sie also so diese Beteiligungsmöglichkeiten in der Kommune wirklich die müssen das ja nicht machen, aber dass sie zumindest die gesetzlich festgeschriebene Pflicht dazu bekommen. Und auf der anderen Seite finde ich es ganz wichtig, dass junge Menschen auch bei Landtags- oder
Bundestagswahlen ist jetzt nicht unsere Zuständigkeit. Da kann ich mir was wünschen, aber da kann ich direkt nichts machen. Aber was wir weiterhin angehen wollen, dass junge Menschen ab 14 Jahre bei Kommunalwahlen und bei Landtagswahlen wählen dürfen. Ich glaube, da werden die entscheidenden Weichen gestellt, wie auch Jugendpolitik funktioniert, wer über Schulpolitik bestimmt. Also alles Mögliche, was die jungen Menschen für wichtig erachten. Verkehrspolitik ist auch ein ganz wichtiger Bereich. Das sage ich nicht, weil ich das irgendwie selber mir wünsche, dass die jungen Leute das als wichtig erachten, sondern wir haben ja für das jugendpolitische Programm in dieser Wahlperiode, auch das hatten wir vorher im Koalitionsvertrag festgeschrieben und eingeklagt, eine umfangreiche Beteiligung von jungen Menschen, die das auch genutzt haben, auch online dort Dinge hinterlegt haben. Und da zeigt sich das ganz doll, dass das gerade Verkehrspolitik ein wichtiger Bereich ist. Finden Sie das, ist das jetzt ausreichend, was da passiert ist? War das, oder war es erstmal ein guter Prozess, höre ich von Ihnen? Ist das jetzt ein Programm, wo man sagt, da können wir jetzt die nächsten 5 Jahre mitarbeiten, wenn jetzt, nehmen wir mal an, Sie wären nochmal in der Regierung oder wie geht es damit weiter? Das Programm ist gut, aber es muss tatsächlich umgesetzt werden. Und was wirklich ein bisschen, also das ist ein bisschen misslich, aber das ist jetzt auch vergossene Milch, weil wir jetzt kurz vor Ende der Legislatur sind. Das sollte ja eigentlich zur Mitte der Legislatur kommen. Und also der Jugendbericht und das jugendpolitische Programm. Und dann hätte man noch so 2 Jahre vielleicht gehabt, um Dinge auch anzuschieben. Das kam alles sehr viel später. Das wird in dieser Legislaturperiode nicht passieren. Ich nehme viele Aufträge mit, die wir in der nächsten Legislaturperiode umsetzen wollen. Zum Beispiel, und das hat jetzt Corona ja auch noch mal deutlich verstärkt, ist meine Mutmaßung, hat mich total erschreckt, wie viele junge Menschen dort Einsamkeitserfahrungen geschildert haben. Also das habe ich so ein bisschen irgendwie vermutet, dass das sich verändert hat. Also ich habe direkt, also mein Sohn ist 32, der ist jetzt wirklich nicht mehr jung, aber dass sich da so in der Lebenswelt von jungen Menschen Dinge verändert haben, das war mir klar. Aber dass es wirklich so massiv ist und dass viele junge Leute dort Einsamkeitserfahrungen beschrieben haben, hat mich schon erschreckt. Und jetzt mit Corona ist es mutmaßlich noch schlimmer geworden. Und auf solche Dinge zu reagieren und wirklich auch nochmal zu gucken, wie kann man die Strukturen, wo sich junge Menschen begegnen können, unterstützen. Auch E-Sports zum Beispiel ist da für mich ein Thema, ne? Also das, wenn man da wirklich hinguckt, sind da viele kluge Strategiespiele, viele Dinge, die die jungen Leute da auf hohem technischen Niveau gemeinsam tun. Und wenn man das unterstützt, dass das in Vereinsheimen passiert, dass das gemeinsam vielleicht sogar noch irgendwie begleitet von Streetwork oder was auch immer passiert, ist das, glaube ich, eine richtig gute Sache. Und da muss sich eben auch Jugendpolitik aktualisieren. Das ist nicht mehr immer so wie früher. Ne? Wir stellen irgendwo einen Kicker hin und ein Dach drumherum und dann sind die jungen Leute zufrieden. Das sind heute oft andere Dinge. Aber das muss sich eben auch noch ein bisschen mehr abbilden. Und ich denke auch, dass man noch mal darüber reden muss, ob das, was wir im Kinder- und Jugendhilfegesetz hinterlegt haben, was wir an Finanzen zur Verfügung stellen, ob das tatsächlich ausreichend ist. Also die Entwicklung war ja jetzt so, dass wir es geschafft haben, eine feste Summe festzuschreiben. Das fand ich gut, weil ansonsten gab es jedes Jahr immer wieder eine Diskussion. Brauchen wir das Geld? Ist das nicht eine kommunale Aufgabe? Baba. So, jetzt ist klar, es gibt eine feste Summe und die wird mit 2% jährlich dynamisiert, also nochmal draufgesetzt. Da müssen wir nochmal gucken, diese Dynamisierung von 2% scheint mir nicht ausreichend, um tatsächlich auch Strukturen zu erhalten. Da müssen wir in der nächsten Legislaturperiode ran. Insofern, ja, das war ein guter Prozess mit dem Bericht und dem jugendpolitischen Programm. Der hat aber erst begonnen, weil die Abarbeitung ist natürlich das Allerwichtigste. Und das muss man ganz konkret im nächsten Koalitionsvertrag vereinbaren. Jetzt haben Sie die Frage nach der Förderpolitik auch schon beantwortet. Vielen Dank dafür. Dann hake ich nochmal nach mit den, Sie haben ja gesagt, die Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes, habe ich so rausgehört, geht Ihnen nicht weit genug. Das ist ja dieses Jahr in dieser Legislatur so verändert worden, dass es zumindest die Sollbestimmung gibt. Ja. Da habe ich von Ihnen gehört, habe ich das richtig verstanden? Sie würden da gerne noch weitergehen. Ja, also ich
fühle mich auch bestärkt durch die Erfahrungen, die jetzt eben generiert werden konnten, auch durch die Unterstützung des Landeszentrums, dass das also gut leistbar ist, dass das nicht irgendwie, also zusätzlich ist es natürlich irgendwie schon, aber dass es keine Belastung, sondern am Ende auch eine Bereicherung ist, sowohl für die ehrenamtlichen Gemeinderäte als auch für die Verwaltung. Und insofern ja. Also ich bin dafür, ich war auch in dieser Legislaturperiode schon dafür, aber soweit waren die Koalitionspartner noch nicht bereit zu gehen, dass wir das tatsächlich als Verpflichtung und auch dann mit ganz konkreten Rechten untersetzt, wie zum Beispiel Rederecht im Rat, untersetzen. Ich glaube, das ist wichtig. Ich versuche immer auch den Kollegen zu sagen, wenn wir uns unsere demografische Entwicklung angucken, müssten wir eigentlich alles dafür tun, junge Menschen hier zu hegen und zu pflegen und quasi als was Schützenswertes irgendwie zu begleiten, weil wir einfach schlicht und ergreifend nicht viele von ihnen haben. Und wir haben die Verpflichtung, alles dafür zu tun, dass sie sich hier wohlfühlen, damit sie auch hier bleiben oder damit sie so gute Erfahrungen haben, wenn sie woanders lernen oder studieren, wieder zurückkommen wollen. Und diese prägenden Erfahrungen müssen in der Kindheit und Jugend gelegt werden. Und da ist es nicht sinnvoll, sich irgendwie ein Gerangel zu geben zwischen kommunaler und Landesebene, sondern da müssen wir Hand in Hand gehen. Und was wir hier tun können, ist, dass wir die Rahmenbedingungen so festschreiben auf Landesebene, zum Beispiel im Kommunalverfassungsgesetz, dass die Kommune nicht mehr darüber nachdenken muss, ach, will ich das nicht, ist das jetzt hilfreich, sondern dass sie einfach die Anforderung hat und sagt, okay, ich muss mich dem stellen und wir als Land aber eben über eine Erweiterung des Landeszentrums auch Hilfestellung geben, wie es denn gehen kann. Kommen wir nochmal zum ganz anderen Thema. Also wir haben jetzt ja Partizipation gut abgearbeitet, da habe ich das gehört. Bei Förderpolitik habe ich auch gehört, dass Sie das Geld erhöhen würden. Ich gehe mal davon aus, dass Sie das nicht nur als jugendpolitische Sprecherin, sondern auch als Fraktionsvorsitzende so durchziehen würden. Ja. Was mir passiert, als wenn ich sage, ich mache politische Jugendbildung in Ostdeutschland, immer noch im Bundeskontext passiert, dass die Leute sagen, oh, das ist aber gut, dass du das in Ostdeutschland machst, da gibt es so viel Rechtsextreme, das ist total wichtig, dass es dort gibt. Die können ja alle noch nicht mit Demokratie umgehen, das ist ja, die haben ja, ja, vielleicht haben wir tatsächlich auch Schwierigkeiten, wenn man auf unsere Jugend guckt oder auch auf die Gesamtgesellschaft mit Vielfalt umzugehen. Vielleicht gibt es da auch Defizite. Wie würden Sie, wenn Sie jetzt mal so ein Meinungsspektrum von jungen Menschen angucken, wie würden Sie das einschätzen? Sind ostdeutsche Jugendliche, haben die andere Meinung, eher eine Tendenz zum Autoritarismus, zur Ablehnung von Vielfalt? Oder ist das ganz durchschnittlich? Was meinen Sie? Also bei der jungen Generation, soweit ich das überblicken kann, scheinen mir die Unterschiede nicht mehr so groß zu sein, wie es vielleicht vor 30 Jahren war. Was eine Rolle spielt, dass wir, das habe ich mir jetzt gerade angeguckt für eine Debatte, wo es um Kinderarmut geht, dass wir überproportional viele junge Leute in Hartz-IV-Bezug, also arme Kinder und Jugendliche haben. Und ich glaube, dass solche strukturellen Benachteiligungssituationen was mit einem Menschen machen. Und das ist, glaube ich, nicht der Unterschied mehr zwischen Ost und West, sondern das passiert, glaube ich, keine Ahnung, Ruhrgebiet ist immer so das Erste, was einem dann im Westen einfällt, ne? Da irgendwelche Trabantenstädte um Duisburg oder was weiß ich. Also ich will sagen, es geht darum, was junge Menschen erleben und wie ihnen begegnet wird. Und da haben wir tatsächlich Stellen in Sachsen-Anhalt, wo das nicht gut läuft. Wenn ich im ländlichen Raum lebe und ich tagtäglich die Erfahrung mache, dass ich vielleicht irgendwie gerade mal noch zu meiner Schule komme, aber wenn ich abends irgendwo hin will, dann ist da nichts und dann hilft mir keiner. Und dann muss ich warten, bis ich irgendwann mal vielleicht einen Führerschein machen kann und dann kann ich mir aber das nötige Pferd nicht leisten. Dann ist das, glaube ich, was nicht rechtfertigt, in rechte oder autoritäre Strukturen abzugleiten. Aber dann sind das Schnittstellen, wo Menschen sich für die eine oder andere Richtung vielleicht aufgeschlossen zeigen. Und das müssen wir ernst nehmen. Und da müssen wir was tun, dass wirklich dieses Versprechen, weswegen ich auch vor über 30 Jahren auf die Straße gegangen bin und gesagt habe, ich möchte eine andere Gesellschaft, dass
dass unser Grundgesetz ja auch sagt, alle Menschen sind gleich, sollen die gleichen Chancen und die gleichen Möglichkeiten haben. Dass man da an der Stelle ehrlich ist und sagt, auch das ist in Sachsen-Anhalt nicht für alle gleichermaßen gegeben. Und da müssen wir ansetzen. Ich höre jetzt bei Ihnen, das Wichtige ist tatsächlich ländlicher Raum versus städtischer Raum und arm versus reich. Genau, das sind so eher die Bruchkanten im Land, die Sie sagen würden, wo sich eventuell auch Einstellungen dann entsprechend manifestieren an diesen Kanten. Was gibt es denn für Strategien für den ländlichen Raum? Also gerade wenn wir sind ja in Sachsen-Anhalt ohnehin eines der Länder mit der niedrigsten Jugendquote. Nun ist die Abwanderung ein bisschen gestoppt oder wird zumindest durch einen Teil Zuwanderung aufgefangen, aber uns fehlen ja die älteren Generationen der letzten Jahrzehnte, die weggegangen sind. Deswegen wird das über lange Zeit noch so sein, dass es viel mehr alte Menschen gibt. Also ich berichte dann immer so, wenn ich in Wittenberg in so Beteiligungsgespräche gehe, die für die Bürger sind, dann bin ich immer vergleichsweise jung. Und wenn ich eine Frau wäre, dann würde ich wirklich auffallen. Also da sind in der Regel männliche Rentner, da kann ich auch keinen Jugendlichen hinschicken. Und die kommen auch sofort zu 50. Das heißt, da müsste ich auch eine große Menge junger Menschen überzeugen, da hinzugehen, um sich einzubringen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen symptomatisch, dass wir ja, wie stärken wir denn junge Menschen überhaupt in einer Zeit, wo sie, ja, auch wenn sie wählen dürften, ab 14 ja noch unterrepräsentiert werden, womöglich. Ja. Oder wir haben es andererseits erlebt, Parteien haben versucht, junge Leute auf Platz 1 bei der Kommunalwahl zu setzen und gewählt worden ist trotzdem Platz 30, der schon seit 30 Jahren im Stadtrat ist. Gut, der hätte jetzt auch nicht antreten können bei den Parteien, dann hätte man den Jungen eine echte Chance gegeben, aber es ist offensichtlich gar nicht so leicht, auch junge Menschen da irgendwie voranzubringen, weil sie ja in so einer Minderheitssituation sind. Und Sie beschreiben ja zu Recht, dass die Defizite im ländlichen Raum, ne, die also vor allem am ÖPNV liegen, aber also gerade Mobilität ist ja ein ganz großes Thema. Gibt es da Ideen, wie man wie wir sozusagen diesen beiden Herausforderungen, die ja direkt mit dem demografischen Veränderungen zu tun haben, wie wir denen begegnen können? Also für die Mobilität haben wir jetzt in dieser Legislatur einen ersten Schritt gemacht für diejenigen, die eine Ausbildung machen, dass die über das sogenannte Azubi-Ticket für 50 € im Monat durch ganz Sachsen-Anhalt sich mit dem ÖPNV bewegen können. Und wir wollen das gerne ausbauen in Richtung eines kostenfreien Tickets für alle jungen Menschen. Also alles dann zusammenschmeißen, jetzt mal so global gesagt, es gibt dann kein Schülerticket mehr und kein Azubi-Ticket mehr und kein Studierendenticket mehr, sondern das wird alles als kostenfreies Ticket für alle jungen Menschen in ganz Sachsen-Anhalt gesehen. So, aber das hilft natürlich denjenigen noch nicht, die sagen, naja, wenn in meinem Dorf irgendwie kein Bus vorbeikommt, dann kann das kostenfrei sein, dann kann ich noch 10 € geschenkt kriegen, nützt nichts. Insofern haben wir erstmal als Grüne ein Konzept erarbeitet, wo wir sagen, wir wollen mittelfristig, das wird nicht in 5 Jahren gelingen, das muss man ehrlicherweise dazu sagen, sicherstellen, dass alle Menschen in Ortschaften ab 1000 Einwohner einmal pro Stunde ein öffentliches Mobilitätsangebot bekommen. Wenn wir das erreicht haben, dann ist es natürlich einfacher, auch für junge Menschen sich zu vernetzen. Wir wollen weiterhin, dass die Ganztagsschulen sozusagen vorwärts gehen. Weil im Moment haben wir ja die Situation, dass dadurch, dass wir Grundschulen haben und Sekundarschulen und Förderschulen und dies und jenes, dass alles natürlich, damit dann immer jeweils die nötige Masse zusammenkommt, auch sehr zergliedert ist. Wenn wir das zusammenpacken, haben wir die Chance, viel mehr Schulen in Nähe zum Wohnort zu haben. Und dann können die Jugendlichen auch, ohne dass sie nochmal irgendwo hinfahren müssen und ohne dass sie nochmal extra Geld in die Hand nehmen müssen, auch nachmittags dort Dinge zusammentun. Es ist ja, also ich gehe jetzt mal so von einem normalen Leben aus, was ja hoffentlich irgendwann wieder kommt, ne, dass man dann auch wirklich wieder in Schule sein kann. Also jetzt ist es ja alles noch viel furchtbarer, wenn wir jetzt gerade aktuell hier in Corona-Zeiten reden. Aber wenn es denn dann wieder normale Schule in Präsenz gibt, dass man die Schulen wirklich, dass man es schafft zu öffnen, das ist so diese alte Diskussion, ne, wofür sind diese Gebäude da, dass sie tatsächlich auch für Jugendarbeit zur Verfügung stehen, dass Kulturvereine, Jugendclubs oder so, dass die auch in Schule gehen können und dort Veranstaltungen, Gesprächsrunden oder irgendwas mit jungen Menschen machen können. Wir werden es nicht schaffen, an jedem Ort einen Jugendclub zu errichten, aber wir müssen diese Schulgebäude mehr nutzen. Wir haben oft Sporthallen, die jetzt ausgebaut sind mit Starkmitteln und die stehen dann irgendwie den Samstag leer und die stehen den Sonntag leer und die stehen abends leer. Also da müssen wir einfach
insgesamt mehr über den Tellerrand hinausdenken. Da ist ja mein Eindruck, dass Corona zeigt, dass wir mit den extremen Verrechtlichungen, die wir haben, die vielleicht für einen normalen Betrieb der Gesellschaft auch eine Sicherheit bringen, dass die an den Stellen natürlich richtig deutlich an Schwierigkeiten kommen. Also ich erlebte, habe das schon vor 5 Jahren, also schon vor Corona erlebt, dass wir genau diese Diskussion hatten, dürfen Turnhallen nachmittags genutzt werden und dann am Ende die Jugendlichen nicht mehr wussten, ob nun Landkreis oder Stadt zuständig sind und am Ende beide gesagt haben, wir sind es nicht, der andere ist schuld und dann gab es keine Lösung. Also so, dass ich karikiere jetzt ein bisschen, ja, aber das wird, und das wird jetzt nochmal deutlicher mit den, wenn ich so, ich denke, es wäre so einfach gewesen, jetzt gerade mit den Schulschließungen zu gucken. Es gibt hier Jugendclubs, die haben Computer, das sind gerade Jugendliche, die Bedarfe haben von Unterstützung, sind da eh nachmittags zu den Hausaufgabenhilfen. Also wenn es im Landkreis Wittenberg wurden die dann alle geschlossen, prophylaktisch. Mhm. Ich weiß, dass das Land da eine andere Regelung vorgesehen hatte, aber Wittenberg hatte nun auch noch mal höhere Zahlen, da will ich dem auch erstmal keinen Vorwurf machen, aber und dann erleben wir es ja immer wieder, wenn wir mit solchen Strukturen dann in Schule kommen oder umgekehrt, dann gibt es als allererstes die Frage, oh, ist das jetzt nicht eine Doppelfinanzierung? Sind ja verschiedene Ministerien. Und das ist ja, glaube ich, so ein Rahmen, wo wir Corona nochmal deutlich zeigt, dass wir da völlig unflexibel sind, ne? Dass wir ja, diese absolut. Dinge nicht, dass wir da wirklich zu viel Bürokratie haben. Und ich glaube, das wäre auch nochmal spannend für Jugendarbeit, weil wir müssen ja neue Potenziale gewinnen. Wir müssen, also ich finde das ja spannend, wie Sie es beschreiben mit Schule, wie Sie sich das vorstellen. Und das wäre natürlich interessant, wenn man sagt, am Nachmittag könnte dann auch der Verein dorthin kommen und könnte dort eben sozusagen der Schule was anbieten letztlich, ob das dann eine AG ist oder ob das ein Vereinssport ist, ist letztlich am Ende unerheblich. Ja? So, wie man das macht, das wäre ja eigentlich der Traum. Und ähnlich ist es ja auch bei der Verkehrspolitik, wo wir hatten das ja in Wittenberg ein Anrufbussystem, was sehr, sehr flexibel war, was am Ende sozusagen weggeklagt worden ist vom alten Anbieter, weil das dann eben zu frei war, ne? Weil konnte ich eigentlich zu jeder Zeit einen Anrufbus bestellen. Aber da gibt es ja jetzt auch neue Regelungen, oder die sind jetzt gerade in Erarbeitung, die sind in der Anhörung auf Bundesebene, dass man genau diese sogenannten On-Demand-Angebote unterbreiten kann. Und wenn ich sage, da soll überall Mobilitätsangebot hin, dann heißt das ja nicht, dass da so ein 50er-Bus irgendwie jede Stunde hält oder so, ne? Also da muss man dann auch gucken, wie man Taxiunternehmen mit einbindet, wie man irgendwie, so weit ist das gar nicht. Da gibt es ja selbst in Sachsen-Anhalt schon Versuchsflächen. Autonom fahrende Gefährte, wie das so heißt, ne? Also dass man vom Dorf dann zu der Mobilitätsschnittstelle kommt, wo man dann mit dem Bus oder mit dem Zug oder irgendwie weiterkommt. Und grundsätzlich, was Sie eben gesagt haben, das ist ja so sozusagen immer noch das alte Denken, dass alles, was wir im Bereich Jugendpolitik oder Jugendarbeit machen, so ein Anhängsel ist, wenn es uns gut geht und das ist so ein Bonus irgendwie, das ist so dieses Denken von den freiwilligen Aufgaben und junge Menschen, die haben ihre Schule zu absolvieren und alles andere, da sollen sie mal schön dankbar sein, wenn es da noch was obendrauf gibt. Also das ist mir total fremd. Ich glaube nicht, dass wir so eine Generation heranziehen oder begleiten, die wirklich auch in der Lage ist, mit Engagement dieses Land weiterzuentwickeln. Da muss man von Anfang an den Menschen mehr zutrauen. Und ich sehe ja, dass es junge Leute gibt, die vor Corona wirklich auch zum Teil sehr massiv nach außen gedrängt haben und gesagt haben, wir wollen mehr. Und ich weiß nicht, ob sich das auch auf Dauer so halten lässt. Es gibt ja so die Bewegung, die sagt, also wir als junge Leute haben jetzt sehr, sehr zurückgesteckt. Wir haben jetzt in Corona sehr, sehr viel an Einschränkungen hingenommen, um vulnerable Gruppen. Und das sind eben auch im Wesentlichen ältere Menschen zu schützen. Aber danach erwarten wir, dass dann die ältere Generation auch ein Stück abgibt. Und ich sag mal, ich finde das im Grundsatz nachvollziehbar, weil das ist ja genau dieses Denken. Was ich richtig finde, dass wir Politik nicht nur so machen dürfen, dass sie jetzt oder in dieser Legislatur, das ist ja so das Typische, ne? Wir müssen mal gucken, dass wir jetzt hier so gut über die nächsten 5 Jahre kommen, damit wir wiedergewählt werden. Nee, ich glaube, also ich bin fest davon überzeugt, dass es unsere Aufgabe ist, auch über Legislaturperioden hinaus Politik zu machen. Und deswegen wäre es mein Traum, dass man wirklich irgendwann nicht mal diese Diskussion hat,
Das ist ja schon fast ein schönes Schlusswort, aber dass man irgendwann nicht mehr diese Diskussion hat, dass Jugendarbeit oder Jugendpolitik so ein nice to have ist, sondern das muss genauso ein harter Politikbereich sein wie Wirtschaftspolitik, weil das ist Zukunftspolitik. Das ist, letzte Frage ist, die vorletzte Frage ist, Sie haben jetzt Sachsen-Anhalt ambivalent beschrieben, also durchaus mit Potenzialen, was Jugendbeteiligung betrifft, was Jugendpolitik, aber auch mit Defiziten. Wenn Sie jetzt mal in die Nachbarbundesländer gucken, also Brandenburg, Sachsen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, gibt es da irgendein Beispiel, fällt Ihnen da irgendwas ein, wo Sie sagen, da könnte Sachsen-Anhalt noch was lernen? Was ja nicht wirklich von uns stammt, sondern was wir uns ja von anderen Bundesländern, gerade auch Sachsen und Thüringen, abgeguckt haben, ist ja dieser Paragraph, diese Sollbestimmung, über die wir vorhin gesprochen haben, Kinder- und Jugendlichenbeteiligung. Das haben ja andere, auch ostdeutsche Bundesländer, schon sehr viel stärker. Und ich habe nicht wahrgenommen, dass da irgendwie ein Generationenkonflikt aufgeploppt wäre oder irgendwas. Frage: Wie fassen Sie die Situation junger Menschen in Ostdeutschland zusammen? Bitte in 45 Sekunden, die Situation junger Menschen in Ostdeutschland. Ich glaube, die Situation junger Menschen in Ostdeutschland ist sehr, sehr anspruchsvoll, weil insgesamt die Welt gerade total im Umbruch ist, weil sich ganz viel verändert. Wir haben die Corona-Pandemie und wir haben die Klimakrise. Und das sind zwei Generationenaufgaben. Und das trifft in Ostdeutschland auf ein Umfeld, was eigentlich die letzte große Umbruchssituation, obwohl es schon 30 Jahre her ist, aber das in den Familien noch manifestiert ist, noch nicht abschließend verarbeitet hat. Und insofern habe ich eine ganz große Hochachtung vor allen jungen Menschen, die sich hier diesen beiden Herausforderungen stellen und will denen auch alle Unterstützung geben, die es mir möglich ist, zu erlangen. Musik